Ni hao und hallo zusammen. Heute komme ich zur fünften Zivilisation. Wie gesagt, ich mache jede Zivilisation, gebe ich einen Überblick der primären Strategie, worauf man sich zubewegen kann, aufgrund der Synergien, die es in der Zivilisation gibt, also die Besonderheiten. Bisher hatten wir die Engländer mit einem defensiven Snowball-Strategie, einer defensiven Snowball-Strategie, Franzosen mit Aggressivität. Ja, mehr oder weniger. Und Tempo, um Tempo aufzubauen, das Heilige Römische Reich gegen die Verteidigung und generiert starke Vorteile fürs Late Game, wo es dann stark ist, meiner Meinung nach. Und die Mongolen mit ihrem rest-orientierten Makro, das heißt, man hält die Map Pressure und versucht damit eben einen starken Boom hinzulegen über die Karawanen. Und heute komme ich zu den Chinesen, welches meiner Meinung nach zugleich mit Abstand die schwerste Zivilisation bisher ist, da zu verstehen, beziehungsweise eine gute Strategie mit guten Synergien herauszukristallisieren. Und der Grund dafür ist auch, dass das eine sehr, also ja, hier steht Schwierigkeit 3, das hat es meiner Meinung nach auch vollkommen verdient. Es ist sehr schwer zu durchschauen. Es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Ja, insbesondere auch mit diesem Reichsbeamten. Ich werde es später im Spiel auch zeigen. Ja, die Steuern einsammeln können, die aber auch Produktionsgeschwindigkeit erhöhen, als von Einheiten, als auch von Forschung. Nicht von Dorfbewohnern, aber von Militäreinheiten und ähnlichem. Und die auch. Also das heißt überwachen diese Fähigkeit, ja, da kann man unter anderem auch 20% mehr Rohstoffe reinholen an den Sammelposten entsprechend. Genau, also es ist nur eine Besonderheit, das zeige ich später nochmal im Speziellen. Ansonsten zeichnen sich eben diese Chinesen auch dadurch aus, dass sie sehr viele Spezialeinheiten haben. Ja, also die Zuckenu, das sind so Armbrustschützen. Dann die Feuerlanzenreiter, das ist eine Kavallerieeinheit, die sich zum Verbrennen von Gebäuden oder zum Niederbrennen von Gebäuden eignet. Grenadier verursacht Flächenschaden, da werde ich noch zu kommen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher über die Mechanik oder wie man die nutzen soll, weil eigentlich das Bienennest schon sehr guten Flächenschaden hat. Auch eine Schießpulvereinheit ist und meiner Meinung nach diese Rolle wahrscheinlich schon füllt. Aber gerne, wenn jemand das besser weiß, Kommentar geben oder mir schreiben. Ja, weil ich nicht so ganz sicher bin, welche Funktion diese Einheit dann noch erfüllt. Natürlich ist es eine Alternative. Vielleicht sind die auch ein bisschen schwerer über Rutten oder ähnliches wegzubringen, weil sie eben kleiner sind und die Bienennester relativ offensichtlich und groß dastehen. Ja, machen wir immer so schönes Feuerwerk, selbst Armee an Silvester. Eine sehr schöne Einheit. Bauen auch, wird auch wirklich gern gebaut. Glaube ich, von mir auch. Ist eine starke Sache. So ein Zivilisationsboni, ja, die errichten Gebäude schneller, das ist schon sehr hilfreich, weil ich der Meinung bin, ja, dadurch, da komme ich gleich noch drauf, was sehr stark an dieser Zivilisation ist, dass ich hier ein bisschen defensiv am Anfang spiele. Ja, man kann hier beide Wahrzeichen bauen. Und dadurch Dynastien anleiten. Da werde ich auch noch später zeigen, welche das sind. Also beziehungsweise sie stehen auch hier so. Das zeige ich nochmal die Boni. Schießpulvereinheiten werden gratis freigeschaltet, wenn die Imperialzeit erreicht wurde. Das halte ich für vielleicht eine Fehlübersetzung. Also ja, Schießpulvereinheiten, ich weiß nicht, wie das gemeint sein soll. Aber was ich gesehen habe, und ich denke, das ist gemeint, in der Universität gibt es eine Entwicklung, die heißt Chemie. Ich glaube, die erhöht den Schaden der Schießpulvereinheit um 20%. Da kann man auch eigentlich gleich mal nachschauen, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ja, genau, Schaden um 20% erhöht. Die ist schon erforscht, ja, wenn man ins Imperialzeitalter geht, wenn man dann die Universität baut. Also ich denke mal, ich gehe stark davon aus, dass das gemeint ist. Es ist auch sehr gut, ja, man sieht, das ist keine günstige Technologie, die kostet 1000 Ressourcen, 300 Nahrung und 700 Gold. Und bei den Chinesen ist das mit dem Gold auch so eine Sache. Ja, das ist ein sehr wichtiger Rohstoff. Das heißt, normalerweise habe ich ja gesagt, ich denke, dass Holz quasi schon fast
schwieriger teilweise ist, aufrechtzuerhalten als Gold in diesem Spiel. Das gilt nicht für die Chinesen. Ja, die haben zwar auch eine Mechanik mit dem Steuereinheben, wo sie Gold bekommen, aber im Allgemeinen ist das eine sehr, sehr goldintensive Zivilisation. Und warum das so ist, da komme ich auch jetzt direkt zu. Meiner Meinung nach ist hier die große Stärke dieser Chinesen das Super Late Game. Ja, wenn man wirklich ganz weit im Game vorangeschritten ist und sich diese Schießpulvereinheiten leisten kann. Ja, es ist zum einen zum Beispiel die Bombarde ist eine Schießpulvereinheit, das Bienennest auch, das sind zwei, ist doch eine Schieß, ja, ist eine Schießpulver, genau. Das sind zwei sehr starke Sachen auch. Ja, also da ist eine mega, also sehr starker DPS auch gegen Gebäude und gegen Einheiten, wobei es bei Einheiten natürlich ein bisschen zum Overkill tendiert, weil die schon, ja, wenn die eine niedrig, wenn die eine geschwächte Einheit trifft, dann macht die meistens deutlich mehr Schaden, als das Ziel überhaupt noch braucht, um zu fallen. Das Bienennest ist sehr stark, ja, sehr starker Flächenschaden, sehr stark gegen Infanterie, ersetzt quasi die Mangel, die haben die Chinesen nicht, aber ist ein sehr guter Ersatz, insbesondere, weil die Chinesen jetzt kommt, warum, ja, das, also das sind hier die Bombarder zum Beispiel, andere Zivilisationen haben das auch, aber was an den Chinesen jetzt so besonders ist, zum einen haben die, also sie haben hier besondere Technologie, ja, Nachladeübung reduziert die Nachladezeit von Bombarden um 33%, ja, die Bombarden haben das sehr große Nachladezeit und das erhöht den DPS tatsächlich effektiv sehr stark. Ja? Und besonders geht nicht einfach nur der Schaden hoch, sondern die Schussrate, was bei der Bombarde wegen der Overkill-Mechanik eben nochmal besser ist. Ja? Also 33% Schadenerhöhung wär bei weitem nicht so stark, wie dass das Nachladen schneller geht. Also eine super Sache. Wiederverwendbare Fässer, das reduziert die Kosten von Bienennestern um 25%. Wie gesagt, das ist auch eine sehr starke Einheit, also lohnt sich auf jeden Fall. 20% ist schon einiges, wenn man mehrere davon baut. Und dann Pyrotechnik, und jetzt kommt das, das ist echt auch extrem, also ist sehr, sehr gut, ja, weil erhöht die Reichweite von Schießpulvereinheiten um 20%. Ja, das ist sehr stark, ja. Weil, ja, dann dadurch hat man effektiv einfach eine weitere Bombarde-Reichweite und eine weitere Bienennest-Reichweite. Bei der Bombarde ist es ganz extrem relevant, weil Bombarden ja auch von den anderen Zivilisationen gern gebaut werden. Und dann kann man mit seinen Bombarden zuerst schießen, ja? Und auch noch schneller wegen diesem Nachladeübung. Ja, das heißt, man ist da sehr stark im Vorteil im Kampf, wenn Bombarde eine gegnerische Bombarde rausnehmen will. Ja, also das ist extrem stark der Vorteil. Und nicht zu vergessen dann auch, ja, weil man so viele Schießpulver, das gilt für alle Schießpulvereinheiten hier, nicht nur für Bombarden, also auch für das Bienennest, wobei die Relevanz beim Bienennest, ja, ist schon da, ist schon super, wenn das weiter schießt, aber nicht so, so primär, weil natürlich die Bienennester eher auf Infanterie schießen, die natürlich von der Reichweite ohnehin schon stark unterlegen sind, also meistens Melee, und wenn es dann Bogenschützen sind, dann sind die meistens auch schon, naja, weiß ich jetzt gar nicht genau, will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, ist auch gut, aber nicht so notwendig wie jetzt bei dem Bombardenkampf. Aber das gilt für alle Schießpulvereinheiten. Das macht es auch nochmal stärker, weil es gibt eine sehr starke Einheit hier. Die haben andere Völker, wie gesagt, auch. Also den Handrohrschützen, der ist sehr teuer. Er hat aber hohen Schaden und niedrig, also hat hohen Schaden. Ja? Aber ja gut, schnell ist das auch nicht, hat eine Infanterie. Das sehr Starke daran ist halt jetzt, dass die auch die 20% höhere Reichweite haben. Das ist auch bei der Einheit sehr relevant, ja? Weil die wollen, dass den Gegner möglichst früh angreifen können, damit die gar nicht erst in die Nähe kommen. Das sind dann meistens Kavallerie, zum Beispiel Ritter. Ja? Die kann man auch gegen Ritter gut einsetzen, also die machen dermaßen viel Schaden. Da ist die Panzerung des Ritters auch nicht mehr relevant. Ja, der Nachteil davon, wie man vielleicht schon sieht, die ist sehr teuer. Das heißt, aber dafür sehr effizient, ja, also was Bevölkerungslimit angeht. Und da kommen wir da
nochmal dahin, weshalb diese Zivilisation so unfassbar stark ist im Late Game. Ja, man kann mit Bogenschützen eigentlich nicht so richtig dagegen halten, weil die Bienennester da stehen. Man kann mit Bombarden nicht so wirklich arbeiten, ja, weil, um die Bienennester rauszunehmen, weil der Gegner, weil der Chinese wieder die weitere Range auf seinen Bombarden hat. Und man kann mit Kavallerie nicht richtig reingehen, weil diese Handrohrschütze, wenn man die masst, ja, wenn man da eine Masse davon hat, dann, ja, dann auch die Elefanten, ja, zum Beispiel, nur mal als Beispiel. Ja, wenn man jetzt 20 Handrohrschütze da stehen hat, der Elefant, der kommt da niemals in Reichweite. Die schießen den so schnell weg. Und das, deswegen wage ich mich hier jetzt mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das Late Game der Chinesen, ja, wenn man irgendwie in der Situation kommt, dass man unendlich Rohstoffe hat und alles, ja, dann kriegt man hier den stärksten Death Ball. Ja, also das wird die stärkste Armee und meiner Meinung nach ist es auch die stärkste Late Game Zivilisation dadurch. Ja, also super Late Game, ja, das ist nicht mehr irgendwie greifbar, weil das schon, das ist unfassbar teuer, wie gesagt. Genau. So, das also allgemein, das sind die stärksten Einheiten. Jetzt ist es natürlich eine Sache, diese Late Game Armee zu haben. Und das ist im 4 gegen 4 wahrscheinlich dann schon leichter zu machen, aber im 1 gegen 1 muss man jetzt erstmal in diese Stufe kommen. Ja, also da muss man erstmal hin. Das muss man erstmal überleben, den frühen Kampf. Und meiner Meinung nach gibt es hier aber viele Möglichkeiten, diese Zivilisation zu spielen. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist trotzdem ein bisschen schwer herauszufinden, was ist denn jetzt das Go-To, was sind die besten Synergien. Ja, ich will da hin, aber ich sage auch ganz klar, was noch eine große Stärke von dieser Zivilisation ist, ist die Flexibilität. Ja, also man hat hier, dadurch, dass man hier, ja, man hat Zugenu, ja, das ist eine Armbrustschütze, Feuerlanzenreiter, das ist eine Kavallerieeinheit, die Gebäude niederbrennt. Ja, vielleicht wer die Hunden von früher, ich weiß nicht, ob die Hunden immer noch dazu, also Hunde gibt es ja nicht mehr, aber die hatten Tarkan, der war auch stark gegen Gebäude, so ähnlich ist diese Einheit auch. Ja, also Feuerlanzenreiter, der kann rumreiten und ja, wenn man die mast und dann beim der Gegner mal mit seiner Armee, zum Beispiel wenn es die Heilige Römische Reich ist und der ist nicht in Position, dann kann man damit natürlich sehr drohen, ja. Also man könnte das Spiel vorzeitig beenden, wenn man rumreitet und die Landmarks einfach neutralisiert. Ich will nicht auf dumme Gedanken bringen hier, weil das eigentlich wahrscheinlich eine sehr ärgerliche Art und Weise ist zu verlieren gegen so ein wenn jemand einfach diese Feuerlanzenreiter mast, ja, und dann einfach rumreitet und die Landmarks rausnimmt. Aber ich sehe da Potenzial zumindest, ja. Also ja. Und allgemein gibt es hier eine kleine Sache noch, weshalb ich auch sage, dass die so sehr flexibel sind. Das ist so ein bisschen, das vergleiche ich jetzt mal für die Leute, die StarCraft 2 gespielt haben, mit den Zerg so ein bisschen. Da ist ja die Mechanik, dass man ein Gebäude braucht und deswegen einfach durch die Larven, zum Beispiel bei StarCraft 2, die Möglichkeit hat, sehr schnell den Tech zu switchen. Ja? Also von einer Einheit auf eine andere zu switchen. So zum Beispiel von Bogenschützen wäre das in Age of Empires 4, von Bogenschützen auf Reiter. Ja, zum Beispiel diesen Switch sehr schnell zu machen, ja, dass man sehr schnell quasi die Armee-Komposition, Komposition, ja, ändern kann. Und was daran eben so gut ist, ist eben, das macht die Sache sehr reaktiv. Ja, also man kann dann scouten, was hat der Gegner gerade, was brauche ich da und kann da ganz dezidiert drauf antworten, indem man genau die Einheit baut, die man dann eben braucht, um das zu kontern. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist der Zusammenhang? Und das werde ich jetzt direkt sagen. Ich habe ja gesagt, es gibt diese Reichsbeamten, davon kann man 4 Stück bauen. Und die können auch die Produktionsgebäude überwachen und die erhalten dann plus 200% Ausbildungsgeschwindigkeit. Was das natürlich macht, ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt das Heilige Römische Reich spiele und schon 7 Kasernen gebaut habe, ja, um eine anständige Produktion auf die Beine zu stellen, dann kann ich natürlich jetzt nicht einfach nochmal 7 Ställe direkt bauen. Ja, das kostet sehr viel, das sind dann weit über 1000 Holz, die ich da brauche. Und das macht den Switch einfach sehr schwierig für mich. Ja, also ich bräuchte deutlich mehr Produktionsstätten, während ich hier einfach sage, okay, überwache mal da oder überwache mal da, da kann ich diese Überwachung einfach
an das Gebäude stellen, wo ich jetzt gerade die Einheiten sehr schnell brauche und kann deswegen sehr schnell switchen. Ja, das heißt, ich muss nicht neue Produktionsstätte bauen, sondern wenn ich zum Beispiel von allem zwei Produktionsstätten habe, dann kann ich einfach nur diese Reichsbeamten repositionieren und dann werden aus zwei Produktionsgebäuden plötzlich sechs. Ja? Also von der Produktionsrate her jetzt. Das sind halt hier schon mal noch zwei Gebäude, aber von der Rate her, wenn man mit zwei Reichsbeamten arbeitet, sind das dann plötzlich sechs Produktionsgebäude. Das heißt, man kann sehr schnell, man kann sehr reaktiv, sehr gut reagieren auf das, was der Gegner macht, wenn man den Counter kennt. Und das macht diese Zivilisation so sehr flexibel. Und auch defensiv haben die ein paar Gimmicks, die ich jetzt gleich auch noch vorstellen werde und wie man da mit den Dynastien umgehen kann. Zuerst stelle ich mal noch die Dynastien vor. Das ist zum einen hat man am Anfang die Tang-Dynastie. Die gibt den Speeren 30% mehr Sichtweite. Das ist ganz nett, aber natürlich nicht game-entscheidend erstmal, aber man sieht halt mehr. Ja. Sobald man beide Sachen gebaut hat, hier, also man kann hier, weil das ist eine Besonderheit der Zivilisation, beide Wahrzeichen bauen. Ja, also die zuerst zum Beispiel und dann die als zweites. Das könnte man machen und dann kommt man in die Dynastie. Man braucht immer beide, um die Dynastie zu erreichen, kann die aber später nachholen. Das heißt, ich könnte jetzt hier eins bauen, dann könnte ich das nächste hier bauen, um in die dritte Zeitalter zu kommen, beziehungsweise ins vierte und ins dritte hier direkt. Warte, wo bin ich jetzt? Hier ins dritte und dann ja, hier direkt ins vierte. Ja? Und dann könnte man immer noch das zweite Wahrzeichen immer noch für 400 Nahrung und 200 Gold jetzt bauen und jetzt würde erst die Song-Dynastie beginnen. Da werde ich später auch noch was dazu sagen, was ich davon denke, aber erstmal sage ich jetzt nochmal weiter die Dynastien. Also so kommt man da rein, man baut einfach beide Wahrzeichen und hier die Song-Dynastie 35% schneller Dorfbewohnerproduktion. Das ist natürlich ein ganz guter Buff für die Economy. Das ist auch mehr als die Franzosen dann haben in dem Zeitalter, wenn man denn beide hat. Also es ist ein sehr schneller Boom, was das angeht. Ja, man kriegt mehr. Allerdings muss man hier auch beachten, das will ich dazu sagen, ja, das kostet eben entsprechend 400 Nahrung und 200 Gold. Ja, man hat zwar auch was davon, ja, man kann zum Beispiel hier Steuergold erhöhen, das kann man als zweites bauen. Und da hat man einen kleinen Bonus, aber im Prinzip sind 600 Ressourcen für 35% mehr Dorfbewohner. Ein Dorfzentrum kostet eben 700 Ressourcen, sorgt aber im Prinzip, wenn man drüber nachdenkt, zum einen für ein Verteidigungsgebäude. Ja, da kann man sagen, okay, was ist wichtiger hier, der Bonus oder das Verteidigungsgebäude. Aber das sind dann 100% schnellere Dorfbewohnerproduktion logischerweise, ja, weil man das Doppelte dann produzieren kann. Muss man natürlich darüber nachdenken, deshalb sage ich dann nachher noch, wie ich das sehe und wie ich das spiele. Und auch erst, wenn man die Dynastie erreicht, kriegt man diesen Zugewinn. Ja, das ist eine Dynastie, also man sieht es hier auch, hier steht es dabei, Spezialeinheit Zugewinn und das Spezialgebäude Dorf. Ja, das Dorf ist dann wieder ganz gut, weil das quasi ein Haus ist, nur es ist ein bisschen größer und es hat 40 Platz. Also man kann 40 Einheiten dann. Deswegen ist es hier nicht dabei jetzt? Naja, es ist quasi ein besseres Haus. Ja? Also und genau genommen von der Effizienz her, es kostet die Hälfte wie ein Haus. Ja, hier, wenn man beide Wahrzeichen dann hat vom dritten Zeitalter, kommt man in die Yuan-Dynastie. Da ist das Spezialgebäude der Kornspeicher. Muss man gerade jetzt. Also jetzt sind hier scheinbar nicht wirklich aufgefüllt die Gebäude. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Ja, aber der Kornspeicher erhöht, glaube ich, die Sammel. Achso, da steht ja da Dorfbewohner und Beamte und Militär. Ach nee, Quatsch, stimmt nicht. Ich glaube, es erhöht die Sammelrate im Einflussgebiet. Ja, von den Dorfbewohnern, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist natürlich auch sehr gut. Aber die Yuan-Dynastie, das dauert natürlich. Das ist dann schon sehr spät. Ja, da hat man schon im dritten Zeitalter zwei Wahrzeichen fürs dritte Zeitalter gebaut. Das heißt, das kommt schon sehr spät. Ja, ob man dann im Endgame noch wirklich so schnell so viel Nahrung braucht, da ist es definitiv nett, ja, aber
Es sorgt natürlich dafür, dass man weniger Dorfbewohner braucht, was natürlich genial ist, ja, wenn man sowieso einen Deathboy bauen will. Das Ähnliche beim Heiligen Römischen Reich durch effizientere Dorfbewohner. Ja, das ist genial in der Hinsicht, dass man weniger Dorfbewohner und dadurch mehr Militärplatz hat und einen stärkeren Deathboy hat. Ja, und gerade bei den Chinesen hier ist das dann sehr relevant. Ja, also mit dem Kornspeicher ist eine super Sache, falls es mal so lange dauert, das Spiel. Das ist halt immer das große Fragezeichen dahinter. Ja, das macht es ein bisschen schwieriger mit diesem Volk, meiner Meinung nach. Und dann die Ming-Dynastie, ja, wenn man das erreicht, dann, ja, man sieht hier, man muss mal die beide Gebäude bauen. Das sind 4800 Nachren und 2400 Gold insgesamt. Also es ist eine ganze Menge Holz. Also kein Holz, um genau zu sein, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, genau, und Chemie kriegt man, wie gesagt, kostenlos hier. Vierte Zeitalter, sehr gut. Deshalb ganz kurz dazu, wie ich das gern spiele, wie ich das für richtig halte. Man baut zuerst die Barbakane der Sonne. Das ist meiner Meinung nach wirklich notwendig, weil natürlich man hat keinen wirklichen Bonus jetzt, wie die zum Beispiel das Heilige Römische Reich hatten, Wirtschaftsbonus. Die Franzosen haben starke Boni, was die frühe Wirtschaft angeht. Ja. Die haben auch stärkere Einheiten, ja, die Briten haben auch einen Bonus, ja, mit den Feldern und so, aber vor allem auch stärkere Einheiten, ja, also die Ritter von den Franzosen, die Langbogenschützen von den Briten und die, ja, Mengudai von mir aus auch noch von den Mongolen, obwohl die es hier ein bisschen schwerer haben, meiner Meinung nach. Genau, oder die Men-at-Arms auch von dem Heiligen Römischen Reich. Also es gibt viele, viele Zivilisationen, die deutlich, deutlich stärker sind im Early Game. Nicht nur durch die Wirtschaft, sondern auch durch stärkere Einheiten. Das macht, ja, China hat da überhaupt nichts zu bieten. Ja, wenn man hier sich die Boni anschaut, ja, ein bisschen schneller Verteidigungsanlagen und Gebäude zu bauen, das wird da nichts reißen. Also bringt quasi nichts. Also bringt schon was, natürlich, man kann schneller reagieren, schneller Welle auch bauen um 50%. Das ist, glaube ich, eine Verteidigungsanlage wahrscheinlich. Kann auch sein, dass das nicht gezählt wird als Verteidigung, aber ja, aber man kriegt die Idee, man kann schneller bauen. Das hilft natürlich beim SimCity, nennt man das sehr gern. Also die Gebäude so aufzustellen und so Sachen zu bauen, also auch Türme oder Wälle, ja, um schnell darauf reagieren zu können, was der Gegner macht. Ja, weil man wahrscheinlich in die Defensive gedrängt wird, weil man überhaupt keinen Vorteil hat. Man hat weder eine starke Einheit noch einen frühen Wirtschaftsbonus. Ja, das heißt, das Early Game mit dieser Zivilisation ist echt schwierig. Es ist sowieso schon schwer, das Makro mit dieser Zivilisation. Ja, das werde ich auch nachher zeigen. Ja, beim ersten Spiel, also ich zeige nachher mein erstes Spiel, da habe ich mir richtig schwer getan, muss ich sagen. Da nicht irgendwie einen Fehler zu machen, beziehungsweise, ja, also so offensichtliche Fehler, ja, dass man viel Nahrung oder irgendwas da hat oder schlechte balancierte Rohstoffe oder die Reichsbanken nicht richtig nutzt und so weiter. Also da ist schon richtig viel zu tun und dadurch, dass es defensiv ist, versuche ich auch mit einem Scout ein paar Rehe kaputt zu machen auf der Map. Und die kann man ein Upgrade machen, das heißt professionelle Hunter. Das halte ich hier auch für angebracht. Da zeige ich auch nachher die Position von dem Sonnending da. Also von dem Verteidigungsgebäude. Die Barbakane der Sonne. Da werde ich dann zeigen. Also ja, das ist dann ist noch so umso besser, wenn man dann die Rehe einfach in seine Basis holt, damit einfach der Verteidigungsbonus bleibt, weil auf die Map würde ich mich mit den Chinesen kaum trauen. Ja? Genau. Das heißt, meine Herangehensweise ist folgendermaßen, ne? Ich gehe mit der Barbakane der Sonne ins zweite Zeitalter. Halte ich auch, ja, das andere zeige ich vielleicht noch, Kaiserliche Akademie. Gebäude in der Nähe generieren plus 100% Steuergold. Ja, meistens ist man eh am Überwachen erstmal mit den ersten Steuerbeamten. Meiner Meinung nach ist das besser. Und das Steuergold, ja, ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Finde ich nicht so überzeugend. Ich habe auch mal geschaut, wie lange dauert es überhaupt. Also, diese Reichsbeamten können 20 Gold sowieso nur abnehmen von einer Stätte. Also an Steuern einziehen. Und wenn man ein Gebäude schon abgezogen hat, die Steuern, dann dauert es
Ich habe mal gezählt, ich habe es jetzt nicht nachgelesen, ich habe da nichts zu gefunden erstmal, habe aber gezählt und 30 Sekunden bin ich gekommen. Also 30 Sekunden, alle 30 Sekunden kann ein Gebäude erneut besteuert werden. Das heißt, man kann auch nur 20 Steuern pro 30 Sekunden einnehmen. Das heißt, wenn man das verdoppelt, ja, immer wenn ein Dorfbewohner etwas abgibt, zum Beispiel an einem Rohstoffposten, dann gibt es ein Steuergold auf das Haus, das abgeholt werden kann von dem Steuerbeamten. Und wenn man ja, das verdoppelt, dann für jedes Mal, wenn ein Bauer zurückläuft, also ein Dorfbewohner, dann gibt es da plus eins. Ja, also das geht relativ schnell hoch und das Abarbeiten der Steuergebäude ist tatsächlich zeitweise schwierig, aber ja. Wie gesagt, ich bin von, ja, ich glaube, dass es dann eher dazu führt, dass man nachher mehr Steuergebäude, mehr Steuergeld in den Gebäuden hat, das aber gar nicht in der Lage ist abzuholen. Das ist das Problem, meiner Meinung nach. Deswegen, und sowieso, man braucht die Verteidigung. Ja, das hier schießt mit einem Handrohr, habe ich jetzt mal gesehen. Es hört sich mal an wie so ein Kanon, wie so ein Gewehrschuss, aber es ist eigentlich ein Handrohr, glaube ich, ist es bezeichnet. Macht relativ viel Schaden. Ich gehe da noch hier drauf ein, weil ich nicht so ganz verstehe, wenn ich jetzt Bauern da ein. Beziehungsweise Dorfbewohner ein Quartier, ob die dann auch mit dem Handrohr schießen oder ob das normale Pfeile werden. Ich hoffe, das ist auch das Handrohr, weil das macht 25 Schaden, das ist einiges. Ja, man kann 10 einlagern, das wäre 250 Schaden aus dieser Barbakane. Das wäre natürlich saftig. Ja? Habe ich noch nicht ganz rausgefunden, weil man es nicht lesen kann. Das zeige ich nachher auch. Also ich kann es nicht nachschauen, wie was die wirklich dann mehr haben. Dann gehe ich aber nicht darauf, auf die Song-Dynastie erstmal, sondern gehe direkt, also ganz normal mit dem Gegner. Ja, ich versuche ein bisschen zu verteidigen, bleib defensiv und versuche ins dritte Zeitalter zu kommen mit dem astronomischen Uhrenturm. Ja, man hat hier die Wahl noch zwischen dem Kaiserpalast, der deckt kurzzeitig den Standort der gegnerischen Dorfbewohner auf. Ja, da ich sowieso, wie gesagt, defensiv spiele, ist das für mich nicht notwendig, also ist wirklich nicht sinnvoll. Erstmal, erst im Late Game kann man es gerne mal machen, ist aber meiner Meinung nach einfach eher ein Gimmick. Ja? Hat man jetzt nicht so viel von, meiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht sowieso am Raiden ist. Was man durchaus tun kann. Ja? Ich sage nicht, dass es absolut unmöglich ist, nur es gibt halt meiner Meinung nach da deutlich bessere Zivilisationen. Das ist nicht, meiner Meinung nach, nicht das, was man mit den Chinesen machen will. Deshalb astronomischer Uhrturm. Fungiert als Belagerungswerkstatt und produziert Belagerungsmaschinen mit 50% mehr Trefferpunkten. Das ist sehr gut, meiner Meinung nach. Ja? Gerade wenn man dann das Bienennest, das ist eine sehr starke defensive Waffe. Also da ab, wenn man das schafft, wenn man hier hinkommt, ja, ist man erstmal relativ in einem relativ guten Zustand, weil man tatsächlich schon einen Zugriff hat auf eine ziemlich starke Waffe, die 50% mehr Trefferpunkte dann noch hat und defensiv einfach extrem stark dasteht. Ich denke, da hat man es dann, ich will nicht sagen geschafft, aber da ist man übers Gröbste raus. Ich glaube, das, was davor passiert, ja, so Rammen Rush oder so, das ist mit den Chinesen deutlich schwerer zu halten. Also ich wüsste auch gar nicht so genau, ob ich das könnte. Ich habe es auch nicht probiert, Rammen Rush zu halten. Da muss man sich, muss man, glaube ich, ein bisschen kreativ werden bei der Verteidigung, weil ich das für sehr schwierig halte. Ja, gegen so einen Langbogenschützen Rammen Rush, zumindest zur Zeit. Ja, ich will nicht sagen, das kriegt keiner hin. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt ein paar Replays von Iagus noch gesehen. Das ist ein Ex-StarCraft 2-Programmer, der ist immer sehr kreativ, also der hat da wirklich gute Methoden immer. Dem traue ich es auch zu, der ist auch wahnsinnig schnell im dritten Zeitalter. Aber ja, ne, ich denke, dass es von da an nur noch leichter wird. Ja, ab bis dahin ist es das Schwierigste, dann ist es zwar immer noch nicht einfach, aber man ist meiner Meinung nach aus dem Gröbsten raus, weil man dann diese Bienennester bauen kann. Ja, weil gegen Kavallerie kann man sich ja immer noch ganz gut verteidigen. Und Rutten kann man eben auch bauen, falls der Gegner Belagerungswaffen hat. Das heißt, man kann sich hier adäquat wehren. Und dann, wenn ich das geschafft habe, das nächste, was ich mache, ist der Kaiserliche Akademie. Das schaue ich dann auch, dass ich das irgendwie in die Nähe baue von steuerintensiven Gebäuden, wie eine Mühle oder so, wo ich dann Felder drumherum bauen kann, ja, die auch immer Steuer generieren werden, damit dieser Bonus auch bleibt, bis ins Late Game. Ja, wenn ich das ans Holzfällerlager baue, das wird irgendwann keine Steuern mehr geben, logischerweise, weil das Holz irgendwann weg ist. Ja, lieber um eine Mühle, in der Nähe von Mühlen bauen, ja, oder wo man seine Mühlen drumherum baut. Das habe ich noch nicht so, habe ich zwar schon relativ sinnvoll gemacht, aber noch nicht ganz sinnvoll, weil eigentlich denke ich, man muss die Mühlen quasi, man muss eigentlich Ordnung in seinem Land haben mit dieser Zivilisation, meiner Meinung nach. Ja, dann kann man da später
ganz viele Mühlen drum haben. Da sage ich mal, ich weiß gar nicht, passen wahrscheinlich so 8 drum oder so. Oder sind ja 6. 6 Mühlen mit jeweils 8 Feldern. Dann nimmt man, glaube ich, das Maximale für die Ewigkeit daraus an Steuern. Oder so in der Richtung. Ja, so würde ich es jetzt angehen. Obwohl, na, man kann es auch in die Nähe von Kasernen oder ähnliches bauen, weil die geben, glaube ich, pro rekrutierte Speerkämpfer zum Beispiel geben die 4 Gold. Ja? Also auch die Produktion von Militär generiert Steuer, das abgeholt werden kann. Das heißt, vielleicht ist es in der Nähe von den Kasernen und so noch besser, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Wie gesagt, ich bin nicht hier um über jedes Detail. Ich denke, das macht dieses Volk auch so schwierig. Ich glaube, dass der Teufel steckt in den Details. Aber bis man da alles rausgefunden hat, was da am allereffizientesten ist, bei jeder Kleinigkeit. Das ist, glaube ich, da muss man einiges testen. Und lange spielen damit, ja, um es wirklich optimal auch machen zu können. Genau, dann ist man erstmal in der Sonnendynastie, kann man 35% schon produzieren, die Dorfbewohner. Und man kriegt auch diese Zugenu. Ja, meiner Meinung nach eine unterschätzte Einheit. Es gibt Leute, die sagen, es ist einfach nur ein teurer Bogenschütze. Man sieht hier zum Beispiel 30 Nahrung und 50 Holz. Ja, und hier sieht man 60 Nahrung, 30 Holz und 30 Gold. Ja, ist also ein bisschen teurer, schießt aber doppelt. Und das ist auch das Geniale an dieser Einheit, die macht einen Schaden weniger, schießt aber immer 2 Pfeile, oh, beziehungsweise Bolzen wahrscheinlich eine Armbrust. Ja, ja, also man sieht hier hohe Feuerrate, aber unwirksam gegen gepanzerte Ziele, hat also keine Penetration durch Panzer oder keinen Extraschaden. Ja. Aber und die Angriffsgeschwindigkeit allgemein ist schon geringer. Also meiner Meinung nach schon eine gute Einheit. Genau. Hier kriegt man dann eben den Feuerlanzenreiter, den kann man vielleicht noch nutzen. Ja? Also wie gesagt, ich gehe dann erstmal in diese Song-Dynastie. Und das nächste, was ich mache, ist nicht die Yuan-Dynastie, sondern das nächste, was ich mache, ist, ich gehe ins vierte Zeitalter, ja, für diese Pyrotechnik, für diese guten Sachen, versuche meinen Death Ball aufzubauen, und bleib aber defensiv. Und wenn ich dann ja, eine stehende starke Armee habe, dann gehe ich in die Yuan-Dynastie, dann kriegen meine Militäreinheiten 15% Geschwindigkeit, dann will ich auch maxed out sein, dann will ich eine starke stehende Armee haben und dann kann ich da, also nicht nur die Beamten und die Dorfbewohner, die natürlich effizienter werden, insbesondere am Holz, ja, weil die schneller gehen, und beim Holz geht man meistens ein bisschen weiter, insbesondere im Late Game, aber auch die Militäreinheiten, das heißt, jetzt kann ich auch besser mich rausbewegen und den Gegner angreifen, ja, weil ich sowieso bessere Bewegungsgeschwindigkeit habe, weil meine Armee schon sehr immobil ist, ja, und ich dann die Verteidigung deutlich nachlassen würde, ja, und würde mich öffnen gegen Raids. Also mache ich auch so, aber so ist es weniger drastisch, weil man noch ein bisschen schnelleres Heer hat. Und dann ist man im Late Game, hat diese starken Einheiten, baut die dann und dann ist es ein Selbstläufer, dann ist es ein normaler Deathball, man versucht den Gegner zu überrollen. Das Ganze werde ich jetzt auch noch zeigen. Einen kleinen Moment. Muss noch gerade jemandem was Bescheid sagen. Also dann gehe ich jetzt gleich ins Replay. Gegen die sehr schwierige KI, die ist eigentlich nicht wirklich ein Gegner, aber also für mich, aber wahrscheinlich für viele, die ein höheres Elo haben, auch nicht. Also es ist eigentlich nicht so stark, aber mit den Chinesen, da war ich ein bisschen am Denken, da habe ich gedacht, könnte die mir da Probleme machen, aber das ist natürlich nicht so. Ja, das ist mein erstes Spiel mit den Chinesen, wie gesagt. Mal hier ein bisschen schneller der Anfang, also hier kommt die Mühle und das erste, was ich mache, ist so ein Beamter,
Da sieht man jetzt, jetzt fängt er gleich an mit seinem Stare-Down, der guckt sich das jetzt hier genau an, ja, was sie hier machen. Arbeiten macht Spaß, wenn man anderen dabei zusieht. Das macht er hier auch ganz gut. Man tanzt ein bisschen rum. Ja, also genau, sieht auch ein bisschen aus wie so ein Gollum. Ja. Was er macht, ja, er schaut ein bisschen komisch. Könnte auch eine Vogelscheuche sein vom Auftritt her. Aber naja, genau. Also ich schicke auch ein paar Gold. Ich will also relativ schnell die Barbakane der Sonne. Da sieht man dann nachher auch einen guten Einsatz von der, ja, wo man die gut hinstellen kann. Da werde ich auch drauf eingehen. Das kommt nicht alles von mir. Das habe ich tatsächlich auch bei dem Iagus, also bei diesem Programmer. Das ist ein sehr sympathischer Mensch, meiner Meinung nach. Und bei dem habe ich es mir abgeschaut. Ich habe mir ein Chinesenspiel von ihm angeschaut, um zu sehen, ja, dass ich hier nicht komplett blöd aussehe, wenn ich den zuerst baue, weil ich über die Effizienzen da noch, also was da am effizientesten ist, bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Da müsste man sehr viel durchrechnen und auch durchprobieren. Und ja, ich will ja nicht bis ins Detail das die beste Bildorder machen. Wie gesagt, ich will es halten wie immer und die allgemeine Strategie der Chinesen, die beste Synergie und die besten Nutzen macht von diesen Boni, die man hat. Und damit eben einfach optimal ist, quasi nicht irgendein Schieß oder so, den man zufällig gefunden hat, sondern wie man die eigentlich spielen sollte. Und das will ich hier zeigen. Was dann auch wirklich stark ist und was das Ziel ist, die strategische Ausrichtung von der Zivilisation. Ja, die ist mehr oder weniger durch die Boni vorgegeben. Ja, dass man eben erkennt, was ist stark, wann. Ja, und wann bin ich stark und wie sollte ich herangehen an die Sache? Das ist hier ganz klar, meiner Meinung nach, defensiv und sehr starkes Late Game. Also super Late Game. Also wird der stärkste Death Ball, wie gesagt, meiner Meinung nach. Jetzt habe ich es hier hingebaut. Und das hat auch seinen Grund. Jetzt ist diese Sache, ja gut, ich habe hier Glück mit dem Gold, ehrlich gesagt, das könnte auch hier sein. Dann hätte ich Pech. Ja, dann müsste ich da irgendwie einen Außenposten bauen oder so. Und besser aufpassen. Hier habe ich Glück. Hier liegt sowohl meine Nachen als auch mein Gold. Und eigentlich die Nachen ist das Relevante. Da will ich es hin. Ja, also ich will das Dorfzentrum und die Barbakane der Sonne. Soll meine Nahrung. Also die Sträucher sind hier auch, die brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Die sind sehr schlecht in der Sammelrate. Aber meine Schafe und so, ja, ist da auch. Und ich werde nachher auch diese Hirsche da hier ablegen mit dem Scout. Rehe, nicht Hirsche. Ja, weil man da einfach schneller davon sammeln kann. Sammelrate ist höher. Vielleicht noch eine kleine Sache, man kann ja das Torhaus später noch bauen. Ja, man sieht hier, die Schaden erhöht sich dann, wenn man da in der Nähe ist von Truppen auf den Mauern. Und die Tore und Steinmauern kriegen 100% mehr Lebenspunkte. Das ist schon, die sind sowieso schon sehr beefy. Aber mit Kanonen natürlich kommt man dagegen an. Ja, wenn man dann ganz am Schluss, wenn man so weit kommt, das ist natürlich super spät. Das aber kriegt alle deine Militäreinheiten erhalten 10% mehr Trefferpunkte. Das ist schon ziemlich saftig auch. Hier ist noch eine kleine Anmerkung, obwohl gehe ich gleich drauf ein. Hier sieht man schon, baue ich meine erste Militärsache. Ja, ich fange hier direkt an, Bogenzuschützen zu bauen, ja, um mich gegen Angreifer verteidigen zu können. Das ist sowieso nicht so stark, da bin ich sowieso nicht so stark. Das heißt, ich versuche da ein bisschen Masse aufzubauen erstmal. Wirft mich dann zwar in der Eco ein bisschen zurück, aber macht es dafür ein bisschen sicherer, das Spiel. Hier sieht man auch 25 Schaden Handrohr und 8 Reichweite. Alle 3 Sekunden ein Angriff. Ja, wenn man da jetzt Leute einbunkert, hoffe ich, dass die alle mit dem Handrohr schießen. Ist deutlich stärker als der Bogen. Ja, hier sieht man zum Beispiel ein Dorfzentrum. Hat auch das Handrohr. Ach, das scheint eine chinesische Besonderheit zu sein. Ja, die haben keinen Bogen, die haben Handrohr. Das war mir gar nicht bewusst. Also das ist eine ganz normale Sache dann. Quasi wie ein Dorfzentrum dann. Mit ein bisschen weniger Platz zum Einbunkern von Leuten. Genau, also hier passiert noch nichts. Das sind noch bis 7 Minuten. Der hätte schon ein bisschen rüberkommen können, aber der lässt sich noch Zeit. Ich habe extra Mongolen gepickt, dass er ein bisschen aggressiver spielt. Aber ich auch ein bisschen zeigen will, dass man verteidigen muss.
Noch eine kleine Sache zum dritten Zeitalter, ja, da. Ah, ne, Quatsch, zum vierten Zeitalter. Da ist das der Geisterpfad, das habe ich, glaube ich, eben noch nicht angesprochen. Alle Gebäude können bereits erreichte Dynastieeinheiten erschaffen. Gebäude in der Nähe dieses Wahrzeichens produzieren Dynastieeinheiten um 30% billiger. Das ist natürlich sehr saftig, ja, also 30% billigere Einheiten. Genial für die Dynastieeinheiten, wo wir auch viel davon haben. Und ein kleines Plus, ja, was man dann auch noch hat. Also normalerweise muss man ja die ganzen Dynastiebedingungen erfüllen, um entsprechend hier die Einheiten und auch hier die Sachen, die Gebäude zu bekommen. Und die Einheiten, ja, mit diesem Wahrzeichen kriegt man die auch ohne, dass man die Dynastie erreicht. Ja, wenn man einfach nur im Zeitalter ist. Das ist natürlich auch nochmal sehr schön. Ja, und günstiger. Deshalb ist es auch wichtig, wie man seine Militär einbindet. Ja, das ist, wo ich gesagt habe, Ordnung muss sein in dieser Zivilisation. Ja, mit den Steuereinnahmen, erstmal mit den Feldern, wo man vielleicht die Mühle irgendwo hier so einen Platz bauen muss. Ja, wo man hier dann später vielleicht das Wahrzeichen baut, dann Mühlen drumherum. Oder vielleicht auch an diese Produktionsstätten. Ja, aber auch bei den Produktionsstätten ist wichtig. Ja, man will natürlich alle Produktionsstätten mindestens von jeder Sorte ein so bauen, dass man später dieses Wahrzeichen, den Geisterpfad, daneben bauen kann, damit die alle im Einflussbereich sind, direkt, ohne dass man da groß was machen muss dafür. Und dadurch eben 30% günstiger diese Dynastieeinheiten, die auch ganz gut sind dann. Und vor allem dann sehr kosteneffizient im Late Game bauen kann. Ja, es ist zwar nicht der Deathball, den man will, aber man hat ja nicht direkt den Deathball, den kann man langsam aufbauen, dann kann man später die schwächeren Dynastieeinheiten wieder raustraden, ja, während man verteidigt. Man kann ja nicht direkt auf Rohrschützen gehen, weil das dann natürlich eine sehr teure Armee erstmal ist und man dann eventuell ins Hintertreffen gelangt. Ne, verteidige ich jetzt ganz normal. Sieht ihr auch mit dem, ja, superweise hier meine Produktionsgebäude, alle davon, dass die alle 20% mehr geben. Der gute Nebeneffekt davon ist auch, ja, also wenn ich zum Beispiel 20%, die sind nicht nur 20% schneller am Sammeln, sondern die geben beim Abliefern eben 20% mehr. Ja, und was daran eben so gut ist, hier sieht man, schlafe ich ein bisschen, aber was daran eben so gut ist, ist, die bauen 10, zum Beispiel bauen die 10 Nachen hier ab, geben aber 12 ab, aber hier fehlen dann trotzdem nur 10. Ja, man erhöht also quasi künstlich die Rohstoffe, die hier vorliegen, durch diese Mechanik. Das ist auch nochmal sehr schön. Ja, hier habe ich jetzt angefangen, glaube ich schon, ja, hier sammle ich jetzt schon die Rehkadaver ein. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Sache, wenn man defensiv bleiben will. Da muss man hier nicht, obwohl es hier eigentlich so sicher wäre, es wäre egal. Aber auch wegen den Steuern und so, ja, aus Effizienzgründen. Jetzt laufe ich aber in die falsche Richtung. Ich habe doch wohl alle Militärs hierher geschickt. Das werde ich gleich merken, denke ich. Und dann lade ich hier die Kadaver ab. Er tradet hier ein bisschen rein. Er macht er nicht sehr gut, ehrlich gesagt. Drei Einheiten, ich weiß nicht genau. Er macht es aber später nochmal deutlich besser. Also besserer Angriff. Das hier sind, glaube ich, auch. Also, ich weiß nicht genau. Er will wohl raiden, ja, aber ich habe hier offen gelassen. Das ist wieder die Intelligenz der KI. Die will hier raiden, kann nur hier rein, läuft dann auch hier rein. Und passt sich eben nicht an daran, dass ich hier den Eingang bewache. Ja, normal würde die mich hier von hinten nerven, die ganze Zeit. Wieder rumreiten, ja? Aber die Anpassung fehlt. Sie reitet deshalb immer in ihren Tod. Jetzt bin ich ins dritte Zeitalter schon gegangen. Hier habe ich jetzt diesen Turm hingebaut. Ich habe es also in die Nähe meiner Produktionsstätte hier gebaut. Die geben jetzt pro erschaffenem. Erschaffene Einheit, ich bin gerade nichts am Bauen, doch hier geben die jetzt eben Gold. Ich schaue mal gerade auf Upgrades, das weiß ich jetzt gar nicht. Upgrades dann auch Gold geben. Da sieht man hier das Gold, das da eingelagert wird.
Ja, geben sie. Ja? Also 32 Gold habe ich jetzt erhalten. Ja, und beim Erschaffen von Einheiten erhalte ich auch wieder Gold. Das heißt, ja, ich generiere doppelt so viel Gold wie normalerweise, weil dieses Teil hier in der Nähe steht. Hier baue ich jetzt die Mühlen. Ja, hier hätte ich es auch hinbauen können, dieses Ding in die Nähe von meinen Mühlen. Die bringen auch gut Gold ein. Und hier eine Besonderheit dieser Zivilisation, weil die eben hier immer noch mit Steuern behaftet sind, die Gebäude. Normal würde ich die immer, um Platz zu schaffen, wieder entfernen. Aber da Geld ist, ja, da liegen Steuern drauf, die ich noch abholen kann mit den Reichsbeamten. Deshalb reise ich die nicht ab, sondern lasse die stehen. Ja, kommt hier auch immer schön und scheffelt Gold. 20 Gold, wie gesagt, pro Gang. Man kann 4 Stück haben. Ich habe 4 natürlich. Die sind schon sehr effizient. Stehen jetzt aber schlafend rum. Das ist, wenn kein Gebäude, wenn alle Gebäude abgeholt wurden in den letzten 30 Sekunden. Dann können sie halt keins mehr abholen. Ja, und ich denke, ich werde nachher nochmal anfangen, das Gold zu supervisen, weil ich sehe, okay, ich dachte eigentlich, die Reichsbeamten reichen da. Da das mein erstes Game ist, habe ich das unterschätzt, dass die gar nicht so viel dann bringen, wie man dann vielleicht hofft. Deshalb schaue ich hier jetzt auch wieder böse hin. Zufall, dass es jetzt genau in dem Moment ist, aber na, jetzt fängt er hier wieder an, rumzutrippeln. Ja, freut sich, dass er nicht arbeiten soll. Genau. Hier sind die Dörfer übrigens. 40 Ha, 40 Platz, also Bevölkerungslimit. Und Kosten 100 Gold. Ja, 100 Holz. Ja. Hier ist der Kornspeicher. Das Feldsammelrate wird hier quasi erhöht. Kumulativ auch. Das heißt, man kann die stacken. Also mehrere nebeneinander bauen, das hilft sogar noch. Jetzt bin ich ins vierte Zeitalter gegangen. Der Geisterpfad, der kommt hier auch hin. Ja, der, wie gesagt, hier sieht man den Radius. Die Gebäude, die da direkt um den Geisterpfad rumstehen, die können 50%, eine Quatsch, 30% billigere Spezialeinheiten herstellen. Hier habe ich zwar keine jetzt, aber hier habe ich einen Zygonu. Ja, die kann ich jetzt günstiger herstellen. Ich gehe aber schon ein bisschen Richtung Late Game mit Handrohrschützen. Ja, die mische ich schon so ein bisschen rein. Und hier sieht man auch die Bienennester. Ich zeig mal gleich das Feuerwerk. Zack. Ja, also das macht richtig schön Schaden. Ja, jetzt schauen wir an Silvester um 12 Uhr. Ja. Ja, sind sehr schön, hört das sich an. Und sehen auch witzig aus, die Dinger, finde ich. Ja, Bienennest ist schon sehr bezeichnend hier. Wie so eine Wabe, so ein bisschen. Und hier, zack, zack, Feuerwerk. Ja, wie Gandalf sagen würde. Was Feuerwerk, ich habe nur nicht getroffen. Wer es kennt. Genau. Also geht es jetzt auch weiter, mehr oder weniger. Ich mache ein bisschen schneller. Damit hier die Reliquien ein, das habe ich vernachlässigt. Auch hier ein paar Steinwälle, damit ich sicher bin, dass er hier reinkommt. Ja, das ist dann sehr einfach für mich, eine Front zu verteidigen. Deutlich einfacher gegen jemanden, der so viel rumwuselt wie der Gegner hier. Das brauche ich auch hier zu. Ja, hier könnte man eigentlich schießen, die Schwachstellen jetzt. Ich baue hier eine Festung, damit ich nochmal Gold habe. Und da ist auch der Überweg. Und jetzt gehe ich hier auf Angriff. Ja, das sieht man auch schön. Das Feuerwerk, das hier runter geht. Ich will hier mal testen, mehr oder weniger so ein kleiner Stresstest für meinen Gegner. Also hier ist sehr viele Mann. Sehe ich relativ spät, aber ich denke jetzt, okay, da gehe ich halt. Na, gegen 5 Mann habe ich einfach nicht die richtige Ausrüstung dabei. Das ist sehr stark gegen Infanterie. Ich habe ausschließlich Infanterie.
dass ich sage, hier, okay, ist gewonnen, nicht geheim. Da will er mir noch den Nest da von hinten kaputt machen, dann halte ich ihn aber aus. Belagerungswerkstatt. Also hier baue ich jetzt mehrere Belagerungswerkstätten noch, sobald ich kann. Es kostet halt viel. Es kostet auch viel Gold, wie gesagt. Hier sieht man, wie stark das aufs Gold geht. Ja, ich krieg's hier gar nicht hin. Ja, obwohl ich am Markt sogar ab und zu Gold verkaufe. Sieht ja, der Preis ist auch schon nicht mehr optimal. Ich krieg nur noch 28 Gold für 100 Nahrung. Aber ich hier versuche irgendwie. Ja, es ist aber nicht so wichtig, dass ich jetzt noch zu viel Nahrung da habe. Weil ich versuche hier auf 200 zu gehen mit einer relativ starken Komposition. Und da brauche ich einfach auch ein paar von diesen Bombarden, wie gesagt. Ja, ein paar von den Riesenbienennestern. Ich habe noch ein paar Rutten gebaut, gegen halt der Gegner versucht, mit seinen Rutten meine, oder versuchen würde, mit seinen Rutten meine Sachen hier rauszuholen. Ja, das heißt, hier versuche ich eine gute Komposition hinzukriegen. Ich habe auch 13 Handvorschütze, das ist nicht zu unterschätzen, die machen ordentlich Damage. Jetzt habe ich hier noch einen Kaiserpalast gebaut, bin in der Yuan-Dynastie. Ja, das heißt, meine Einheiten bewegen sich alle schneller. Das ist gut für diese Armee. Die ist ein bisschen schneller. Und dann gehe ich hier raus. Das kann ich auch ein bisschen schneller machen. Da passiert nicht mehr viel. Ja, das ist jetzt auch schon. Die Armee könnte noch deutlich stärker werden. Ja, das würde ich jetzt nach und nach, würde ich die Zirgenu verlieren, würde andere Schützen reinnehmen, mehr Bombarden und vielleicht noch ein, zwei, drei mehr Bienennester. Und natürlich muss ich aber ein paar Speerkämpfer behalten gegen Kavallerie. Und dann ist das nochmal ein viel stärkerer Deathball. Allerdings ist meine Armee hier schon viel zu stark für ihn. Und ich kann, ja, ich mache hier überhaupt keine Mühe mehr. Ich A-Move hier durch. Ja, passiert sonst nichts. Der kann jetzt, der hat auch nichts mehr. Das sieht man ja auch. Es liegt auch ein bisschen an der Stärke von der KI hier, dass sie hier so wenig Gegenwehr bieten kann. Aber das wäre allgemein, ne, wenn ich diese Armee habe schon, das ist dann schon schwer damit umzugehen. Genau. Danach zeige ich noch kurz ein Spiel, wo ich gegen einen Chinesen verloren habe. Oder gegen jemanden, der China gespielt hat. Ja, sieht man, dass er sich relativ schnell angepasst hat. Ich habe nicht darauf reagiert. Bei diesem Spiel jetzt, das ich jetzt zeigen werde. Und da kriegt er mich dann im Early Game schon. Ja. Ich habe leider keinen Replay jetzt, wo es ins Late Game geht gegen China. Das würde ich auch nicht wollen. Dass es soweit überhaupt kommt. Schauen wir, ob es jetzt dann hier das war's. Ja, ich spiele hier die Briten. Langbogenschützen. Gibt mir da leider nicht genug Mühe zu überlegen, dass ich da vielleicht Man at Arms brauche. Und ja, wie gesagt, auch wieder ein kleiner Fehler von mir da, deswegen verliere ich dann auch. Und er passt sich an, baut Reiter und überwältigt meine Bogenschützen. Ja, ich habe zwar Speerkämpfer dabei, aber er hat Bogenschützen und Reiter gegen Bogenschützen und Speerkämpfer. Das ist in der Regel etwas überlegen. Ja, ich, wie gesagt, Briten sind auch nicht wirklich ein Volk, das ich sehr gut spiele. Im Gegenteil, das war, glaube ich, mein drittes Spiel jetzt und ich spiele auf meiner Elo hier. Das ist jetzt etwa um die 1200. Das ist mein Gegner. Er macht es ein bisschen anders. Er baut ein zweites Dorfzentrum später im zweiten Zeitalter direkt. Versucht da ein bisschen zu boomen auf die Weise. Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht doch ein bisschen gewagt ist gegen die Briten. Aber wenn es jemand spielt, der da mehr Erfahrung mit den Briten hat und eine bessere Erfahrung mit dem Ramrasch, stelle ich es mir schwierig vor, das zu halten, zwei Dorfzentren. Ich kann da noch verreitern. Obwohl jetzt Speerkämpfer dazu, zu meinen Bogenschützen. Entschuldigung. Noch nicht, noch masse ich diese Bogenschützen ein bisschen. Ja, hier ist mein Zeug. Und er baut Reiter.
Das ist so ein bisschen eine Alternative, wie man es spielen kann. Bin nur, wie gesagt, kein Fan von zwei Dorfzentren. Dann dauert das dritte Zeitalter wieder länger. Ja, und dann hat man wieder lange kein Blumenlastraumschiff zu verteidigen. Versuche ja auch einen Rum Rush, aber er hat gescoutet, was ich mache, und hat überproportional viele Reiter reingebaut. Die hatte er eigentlich von Anfang an schon, aber hat dann nochmal mehr gebaut. Und jetzt verliere ich hier viel. Dadurch verliere ich mein Tempo. Und damit hat er eigentlich schon einen sehr guten Stand. Ich will nicht sagen gewonnen, das wäre ein bisschen übereilt. Aber er hat hier jetzt eine sehr starke Position, weil er eben schon deutlich an Tempo gewonnen hat. Ich mache hier weiter ganz normal. Ich verfolge den Plan noch. Versuche nochmal Druck zu machen gleich. Und das hier Maiko, der auch ein bisschen besser als ich. Und dann wird er mich an der Stelle auch einfach. Ah, das sieht er jetzt, okay, ich habe genug Schaden gemacht. Noch nicht, aber wird er gleich tun. Baut hier nochmal Reiter, also ändert nichts. Funktioniert ja gut. Baue mir Speerkämpfer. Also hier habe ich ein bisschen. Ah, hätte ich zum Tanken ein paar meinen Arms, die sind eigentlich schon ziemlich stark zum Tanken. Hätte ich hier durchaus reinmischen sollen. Und er hier wieder. Ich könnte hier auch ein bisschen defensiver nach hinten greifen, aber ich nehme den Fight einfach so nicht so optimal. Und damit ist das besiegelt. Ja, er steht da jetzt in meiner Ecke, oder? Habe ich jetzt auch keine Lust mehr, dann weiterzuspielen. Sage GG, Wellblade und geh raus. Ja, das war's für den Chinesen. Ich hoffe, es hat einen kleinen Eindruck von der Zivilisation gegeben und wie man sie spielen kann. Ja, und ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis die Tage. Also wie gesagt, ich mache noch drei weitere Videos zu drei weiteren Zivilisationen und danach gehe ich noch auf ein paar Metastrategien ein. Wenn ihr es wollt, könnt ihr euch das gerne auch noch anschauen. Ja. Und dann, wie gesagt, schönen Tag. Man sieht sich. Oder ihr hört mich vielleicht. Oder wie auch immer. Ja. Tschüss.